Hey Leute, schön, dass ihr mal wieder reinschaut bei Laughter and Facts 3. Ja, in diesem ersten Teil geht es um Hundebegegnungen. Ja, so wie ihr sicherlich auch schon mal alle gesehen habt, die Situation wie gerade, meistens, klar, so natürlich nicht, aber meistens sieht es dann eher so aus. Ja, warum macht man das so? Man möchte den kleinen Hund beschützen. Man hat ein bisschen Angst um ihn, aber man tut ihm keinen Gefallen damit. Warum nicht? Zunächst einmal, ja, es ist ein Hund wie jeder andere auch. Ob der nun klein oder groß ist, das spielt da keine Rolle. Und ihr nehmt ihm, ja, mit auf dem Arm nehmen, quasi seine ganzen Möglichkeiten in irgendeiner Form zu kommunizieren oder zu reagieren auf einen Hund, der einem entgegenkommt. Ja, was macht man damit noch? Man projiziert seine eigene Angst auf den Hund und verstärkt diese Angst bei dem Hund dann eben einfach vor oder bei Hundebegegnungen. Das ist eigentlich überhaupt gar nicht notwendig. Natürlich, vorausgesetzt, der entgegenkommende Hund ist auch angeleint. Brauche ich doch meinen Hund nicht auf den Arm nehmen. Ich nehme ihm ja sein komplettes Ausdrucksverhalten weg und ich strahle damit auch keine Souveränität aus. Und das ist das, was der Hund braucht in so einer Situation. Nehmt den Hund einfach auf die abgewandte Seite neben euch und geht doch einfach ganz normal weiter. Was soll passieren? Wie gesagt, vorausgesetzt natürlich, der andere Hund ist auch angeleint. Natürlich gibt es auch solche Situationen, wo das nicht der Fall ist. Aber auch da sollte ich mich ja einfach zwischen den entgegenkommenden Hund und meinen eigenen bringen. Somit Souveränität und Sicherheit für meinen Hund ausstrahlen und ihm auch darstellen und zeigen. Und andererseits dem anderen entgegenkommenden Hund auch klar machen: Hör mal, du bist hierhin und nicht weiter. Ja? Nehme ich den Hund auf den Arm. Ja, verleite ich den anderen Hund ja auch nur noch mehr dazu, an mir hochzuspringen beispielsweise, um in irgendeiner Form ja an den kleinen Kerl dann heranzukommen. Also das ist alles in jeder Hinsicht ist sowas absolut kontraproduktiv. Ja? Wie es richtig geht, zeigen wir dann natürlich gleich nochmal im Anschluss, auch mit mehreren Hunden. Wichtig dabei ist immer wieder die eigene Einstellung. Das eigene Gefühl von Sicherheit einfach auch an meinen Hund weiterzugeben und ihm zu zeigen, es gibt hier überhaupt gar keinen, ja, keinen Anlass dafür, in irgendeiner Form ängstlich zu sein, unsicher zu sein, sondern man kann ganz normal und ganz entspannt aneinander vorbeigehen. Ihr werdet euch manchmal wundern, wie einfach das ist und wie wenig die Hunde auch reagieren, untereinander oder aufeinander, wenn. Ja, wenn man dem gar keine großartige Beachtung schenkt, sondern wirklich, ja, einfach ganz entspannt, wie man auch an fremden Menschen, ohne Hunde vorbeigehen würde, einfach vorbeigeht. Ja, man sieht das leider allzu oft auch, ja, nicht nur bei Begegnungen mit anderen Hunden, sondern generell, dass kleine Hunde gerne durch die Gegend getragen werden. Warum? Die haben auch vier Beine, die können auch laufen. Lasst den Hund doch Hund sein und, ja, nehmt ihn nicht auf den Arm, tragt ihn nicht in der Tasche, lasst ihn laufen. Er ist in erster Linie ein Tier, kein Accessoire. Ja, wenn ich ein Accessoire brauche, dann tut es vielleicht auch ein Stofftier oder ähnliches. Das kann man gerne mit sich rumtragen, aber kein Hund. Ja, gebt ihm einfach die Chance und die Möglichkeit, dann auch Hund zu bleiben und Hund zu sein, auch im Alltag und in verschiedenen Situationen. Es spielt auch keine Rolle von der Größe, ob es ein kleiner oder ein großer Hund ist. Tja, wenn ihr jetzt eine Dogge hättet, die würdet ihr auch nicht auf den Arm nehmen, oder? Also, ja, that's it. Zunächst einmal, wie gesagt, der erste Teil zum Thema Hundebegegnung. Wir werden das noch ein bisschen vertiefen in den nächsten Folgen.
und dann nochmal einige verschiedene Situationen durchspielen, die es noch so gibt und wie man sie dann am besten handelt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen heute wieder. Wir freuen uns auf Kommentare dazu gerne, oder auch mal etwas größere Diskussionen, wäre auch mal schön. Und wie gesagt, schaut euch im Anschluss gleich nochmal an, wie es aussieht, wenn man da ganz entspannt aneinander vorbeigeht. Auch mit mehreren Hunden ist das gar kein Problem. Und dann wünschen wir euch noch einen ganz schönen Tag und freuen uns, wenn ihr bald mal wieder reinschaut. Bis dahin, ciao, ciao.